Jetzt sind wir in Hammelbach und jetzt gehen wir ins Museum von Matthias. Das Zweiradmuseum und das DDR-Museum. Na komm, komm raus. Das wird toll. Hä? Mal gespannt, was uns der Matthias alles zeigt. Okay, bis später. Jetzt musst du auch noch aufhören zu telefonieren, hä? Grüß dich. Hallo, gut. Hallo. Schön. Wir darf sich ja nicht. Ein schickes Halsband. Hier, wir begrüßen uns. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, ich habe gestern mit deinem Trabi, ich war ganz begeistert und habe dir gesagt, ich will auch dein Museum mal richtig betrachten. Und na? Dann zeige ich dir jetzt einen Ausschnitt aus 147 Jahren. Oh, Vorrat- das ist super. Geschichte. Toll. Gell? Toll. Prima. Das Jahr unserer Gründung, 1873. Aber die Einzelheiten erzähle ich dir dann drin. Die erzählst du mir drin. Zeitgeschichtliches Museum, Zweirad Röth in Hammelbach. Gut, dann gehen wir mal rein. Kommt rein, ihr zwei. Mei, was hat der Tobi, ein schickes Halsband. Gell? Ja. Sehr schick. Wenn der ins Museum geht, dann... Dann muss er schick sein. Dann muss er auch schick sein, ja. Aber ich mach's ihm jetzt mal ab. Mhm. Weil hier kann er ja rumlaufen, gell, Tobi? So, mein Kleiner. Scheiße. Jawohl. Also, du hast ja eben schon draußen gelesen, die Jahreszahl 1873. Ja. Auf das Jahr 1873 gehen die Ursprünge der Firma Zweirad Röth zurück. Mhm. Im Jahr 1873 hat mein Urgroßvater, der Schlossermeister Adam Röth, die Nachbarin Elisabetta Neff geheiratet, die einen Gemischtwarenladen hatte zu der Zeit. Und er hat in diesen Gemischtwarenladen eingeheiratet und der Gemischtwarenladen wurde dann umbenannt in Firma Adam Röth. Die haben alles verkauft, was es auf dem Land gab. Und später hat dann mein Urgroßvater, der Adam Röth, Schlossermeister Adam Röth, eine Schlosserwerkstatt gebaut, auch hier auf dem Nachbargrundstück. Die sah so aus. Da hat er Fahrräder repariert, Zentrifugen, Nähmaschinen, alles was es auf dem Land gab. Hat Opel-Fahrräder verkauft, hat Opel-Nähmaschinen verkauft. Das war also praktisch dein Urgroßvater? Das war mein Urgroßvater. Urgroßvater? Urgroßvater. Oh. Das war der Adam Röth. Mhm. Und sein Sohn, der Egidius Adam Röth, hat die Firma dann übernommen, hat sie weitergeführt. Egidius Adam Röth war Bürgermeister hier in Hammelbach auch und hatte die Postagentur und hatte den Gemischtwarenladen. Ja, und dann ging es weiter über den Großvater, über den Friedrich Adam Röth. Mhm. Der war Kaufmann und hat den Gemischtwarenladen weitergeführt und mein Vater, der Fritz Röth, hat dann 1955 eine Reparaturwerkstatt für Motorräder aufgebaut, hier in Hammelbach. Hat bei NSU in der Gasulden gelernt, deshalb stehen hier auch so viele NSU-Modelle, eine ganze Reihe von NSU-Modellen. Wollte NSU-Werksfahrer werden, also er wollte immer Geländefahrer werden, seit er 12 Jahre alt war. Und zum ersten Mal auf dem Motorrad gesessen hat. Und das hat aber nicht sollen sein. Und dann hat er alles gefahren, was er so bekommen hat oder was er in Zahlung genommen hat. Zum Beispiel Java, Puch, NSU. Und ist 1961 sogar hessischer Geländemeister auf einer NSU Max geworden. Hier ist er. Das ist er. NSU Max. 250 Kubik und NSU war zu der Zeit in den 50er Jahren die größte Motorradfabrik der Welt. Mhm. Und die haben später, nachdem sie Anfang der 60er Jahre aufgehört haben, Motorräder zu bauen, haben sie auch Autos gebaut, das weißt du ja. Da gab es auch berühmte Modelle, den NSU Prinz und den Roh 80. Ja, der Vater war sehr verbunden mit NSU und das NSU-Werk ist leider in den 70er Jahren dann Konkurs gegangen, also die sind Konkurs gegangen und da ist heute Audi drin.
Also Audi hat das Werk übernommen und baut dort jetzt Autos. Genau. Ja. Und hier sieht man Vater im Gelände, hier links auf einer Java 350. Und wie gesagt, er ist 1961 hessischer Geländemeister geworden auf der NSU Max. Und Anfang der 60er Jahre, der Vater hat immer auf das Motorrad gesetzt. Als alle Welt Auto fahren wollte, hat der Vater das Motorrad favorisiert und ist immer davon ausgegangen, dass man immer Motorrad fahren wird. Und dass man auch immer Motorräder kaufen wird, gerade auf dem Land. Ja. Und war dann Anfang der 60er Jahre der erste Honda-Händler hier im Odenwald. Mhm. Aus Hamburg eine Honda geholt, eine Honda 350 Scrambler. Und hier hinten siehst du ein bisschen Spezialwerkzeug, das brauchen wir zur Reparatur, also ein Prüfgerät von Honda. Und auf der rechten Seite ein Kasten mit Spezialwerkzeug. Also Spezialwerkzeug braucht man zum Beispiel, wenn man den Kolben von der Pleuelstange löst, braucht man ein Spezial. Oder der Marken versuche ich eine kleine Firmenchronologie dir zu erzählen. Schön, genau. Freue ich mich. Und das ist die Triumph meines Großvaters, da ist er, der Friedrich Adam-Röth, ja. Der Vater vom Vater, Jahrgang 1910. Das ist eine Triumph, 550 Kubik, Baujahr 1925, die in Nürnberg gebaut wurde noch. Triumph ist ja dann nach Großbritannien gegangen später und produziert dort heute noch Motorräder. Und das ist eben noch eine Triumph, die in Deutschland gebaut wurde. Und würde die heute noch fahren? Wenn man sie fahrbereit macht, schon. Mhm. Aber da muss man ein bisschen... Da brauchen wir viel Liebe und Geduld dazu, und viel Geduld denke ich investieren. Ja. Aber das sieht stark aus, und der Sattel. Das ist ein Ledersattel und die Sattelfedern und, und die hat Handschaltung rechts. Das ist die Schaltung. Das ist genial. Schaltung und Gas. Und das ist der Opa auf seiner Triumph 1925. Ja. Der Papa ist dann 1965 zum ersten Mal geschäftlich nach Italien gefahren, hat Ersatzteile geholt für Moto Guzzi in Mandello dell'Ario am Comersee, hat die dort direkt aus der Produktion geholt und mit dem Einkauf dieser Ersatzteile hat er gleichzeitig seinen ersten Importeursvertrag mit nach Deutschland gebracht und war dann ab 1965 offizieller Generalimporteur für Moto Guzzi für die Bundesrepublik Deutschland. Der Papa hat sogar 1967 einen Weltrekord im Gespannfahren aufgestellt. Mhm. Mit einer Moto Guzzi? Mit dem Moto Guzzi Gespann. Testfahrt Hamburg-Wien, die damals die Qualität des V7 oder der Moto Guzzi V7 testen wollten. Die Strecke Hamburg-Wien ist er mit dem Gespann in 12 Stunden 22 Minuten gefahren. Und das war damit ein Gespann-Weltrekord. Das sind alles Pokale vom Papa, die du hier siehst in der Mitte. Ja. Die hat der Papa selbst bei Geländefahrten errungen. Mhm. Wir hatten Moto Guzzi bis 1973. Und schon ab 1971 haben wir den Suzuki-Import für die Bundesrepublik Deutschland gekriegt. Also wir waren von 1971 bis 1976 offizieller Importeur für Suzuki in der Bundesrepublik. Und da hinten siehst du ein paar Bilder aus der Suzuki-Zeit. Der Papa auf der IFMA 1974 mit einer Suzuki Wasserbüffel nannte man die. Das war eine Dreizylinder, Zweitakt, wassergekühlte Suzuki. Und dann gab es auch eine Suzuki Wankel mit dem Wankelmotor, die RE5. Die haben wir ab 1975 verkauft, aber nicht lang, sondern nur ein Jahr. Ja. Und
Der Herr hier, den kennst du vielleicht jetzt so nicht. Das ist ein berühmter Rennfahrer aus der ehemaligen DDR. Das ist der Ernst Degner. Ja. Und der Ernst Degner ist Anfang der 80er Jahre auf Teneriffa gestorben. Oh. Das war Suzuki. Dann kam 1974 Ducati dazu. Ab 1974 waren wir Generalimporteur für Ducati. Und da zeige ich dir jetzt da vorne eine Ducati 900 Supersport. Eine Serienmaschine, die bei uns getuned wurde. Mhm. Die quasi zur Rennmaschine umfunktioniert wurde. Von unserem Mechaniker. Und die hat 900 Kubik, ist Baujahr 1978. Und wir wurden mit der Ducati dreimal deutscher Meister in Hockenheim. 1978, 1979 und 1980. Und zweimal Sieger bei den 1000 Kilometern von Hockenheim. Der Fahrer war der Egid Schwemmer. Den siehst du hier auf dem kleinen Foto. Das ist der Egid Schwemmer, der für uns die, die deutsche Meisterschaft eingefahren hat. Ja. Guck, hier ist unser Firmenaufkleber noch drauf. Ja. Firma 2 Radröd. Den hat der Papa gestaltet. Das ist ein Rad. Mhm. Und ZR, Zweiradröd. Ja. Ja, und dann 1977 sind wir Importeur für Laverda noch geworden. Und 1978, das Moped oder das Mofa hast du selbst gefahren. 1977, 78 bekamen wir Kalifo. Das war so toll. Das Kalifo war so toll. Pokale, die wir bei Rollerrennen gewonnen haben. Wir waren ja auch im Bollerrennsport aktiv. Mhm. Und die haben wir mit 50er Rollern gewonnen, die für uns gefahren sind. Das zeige ich dir aber nachher. Wir gehen ja chronologisch vor und dann kommt, das war in den 90er Jahren. Das sind Pokale. Da hätte ich mitfahren können mit meinem Roller. Da hättest du mitfahren können, ja. Ja, ja, du hast ja den zuerst nach Europa importierten TGB gehabt. Ganz genau. Importierten TGB. Ganz genau, mein Bunny-Roller. Der steht im Moment noch bei uns unten in der Werkstatt, weil wir den Gasgriff reparieren wollen. Ja, ne, das ist, deswegen hätte er mitfahren können. Ja, hätte ich mitfahren können. Auch ohne Pokal. Ohne Pokal. Jetzt sind wir Ende der 70er, jetzt kommen wir zum Ende der 70er Jahre. Die große deutsche Motorradmarke Horex gehörte damals dem Friedel Münch. Der Friedel Münch hat Motorräder mit Automotor gebaut, hauptsächlich die sogenannte Münch Mammut mit einem 1200er NSU Prinz Motor. Also der hat große Motorräder gebaut. Und der Vater hat dem Herrn Münch 1979 den Namen und die Markenrechte von Horex abgekauft und hat daraufhin Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in einem Zweigwerk von Sachs in Portugal Horex bauen lassen. Mhm. Das ist eine solche, das ist eine Horex 80 Rebell. Es gab auch eine Rebell Sport 80. Es gab auch eine Enduro, die hieß TC 80. Und die wurden alle in Anadia in Portugal in einem Zweigwerk von Sachs. Sachs hat Motoren gebaut und hatten alle einen Einzylinder wassergekühlten Sachs-Motor mit 50 oder 80 Kubik. Und mit Horex, jetzt kommt die Anekdote der motorradbegeisterten Dame, mit Horex waren wir auch im Rennsport in der Nachwuchsförderung aktiv, haben einen Horex Cup ausgelobt. Von 1982 bis 1984 lief der und der letzte Lauf war 1984 in Hockenheim und da stand auch eine Rennfahrerin auf dem Siegertreppchen. Und die Dame ist eine solche Horex Cup Rennmaschine mit 80 Kubik gefahren. Die hat aber allerdings einen luftgekühlten Einzylinder Sachs Motor, aber ist vom Grundgerüst genauso her, vom Rahmen genauso wie die. Ja. Und hier siehst du noch eine Horex aus den 50er Jahren.
Das ursprüngliche Horrex-Werk war in Bad Homburg im Taunus. Und eine der berühmtesten Modelle ist die Horrex Regina mit 350 Kubik. Die gilt so ein bisschen als der Rolls-Royce unter den Motorrädern der 50er Jahre. Horrex musste dann auch bald die Tore schließen. Ende der 50er Jahre war Schluss. Und dann wurde lange Zeit mit dem Namen nichts mehr gebaut. Und erst wieder Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat der Papa angefangen, wieder Horrex zu bauen. Ja. Wollte dann in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre auch noch eine große, wieder große Motorräder bauen mit dem Namen. Und zwar über einen ehemaligen Konstrukteur von Honda in Japan, den Herrn Sasaki. Der hat dieses Motorrad gebaut, das nur ein Prototyp blieb, mit einem Einzylinder Honda Dominator-Motor mit 650 Kubik. Es gibt von dem Motorrad nur noch zwei Exemplare. Eins in Japan beim Herrn Sasaki und eins bei uns im Museum. Das ist doch toll. Die ging nie in Serie, ist aber ein wunderschönes Motorrad und ist von Grund auf vom Herrn Sasaki gestaltet worden und konstruiert worden. Und sogar die Instrumente sind eigens von ihm konstruiert. Für jeden Motorradliebhaber ist das ein Ausflug wert. Ja, auf jeden Fall, würde ich doch sagen. Ja. Und wir sind deutschlandweit und weltweit bekannt. Die Firma Zweiradröth kennt in der Motorradbranche jeder. Ja. Weil der Papa über 40 Motorradmarken in 60 Jahren importiert hat, aus aller Welt. Anfang der 90er, ja, nach der Wende, sind wir dann ins Rollergeschäft eingestiegen. Wieder das Beispiel mit dem ersten TGB-Roller, den wir aus Taiwan importiert haben, den du bekommen den hast. Den ja. Blauer Flitzer. Dein blauer Flitzer, der steht heute in unserer Werkstatt, weil wir ihn wieder fahrbereit machen wollen. Das ist der Papa in den 60er Jahren. Ja. Und haben sogar über Quelle das erste Elektrorad Anfang der 90er Jahre verkauft, hier in der Bundesrepublik. Das zeige ich dir gleich. Ja. Schau, das ist eines der ersten Elektroräder, die in der Bundesrepublik verkauft wurden. 1992, verzeihung. 1992. Der Motor ist da unten und die Batterien oder die Akkus, die sind rechts und links in den Packtaschen. Auch Elektroroller, da haben wir mal einen Versuch gemacht. Ein Atala-Roller aus der gleichen Fabrik, aus der dein Califo stammte. Ja, ja. Und den hat sogar der damalige Landrat getestet. Kraftstoff aus der Steckdose. Fritz Röth übergibt dem Landratsamt einen Lepton-Elektroroller. Mhm. Gut. Das ist der damalige Landrat. Der Landrat Hoffmann, ne? Hoffmann. Mhm. Gut. Das war 1999. Bunny Service. Ja. Mein Roller. Dein Roller, Bunny Service. Bunny Service. Guck mal, wer da unterschrieben hat auf der... Da drauf? Ja. Der Otto? Ja, der Otto. Der Otto Walkes? Ja, das war eine Präsentation. Der Otto mit Walkes. Mit einem Motorrad und er hat sogar einen Ottifant drauf gemalt. Und wir sind dann in den 90er Jahren auch im Roller-Rennsport aktiv gewesen und daher stammen die Pokale, die du vorhin da am Fenster stehen sehen. Ja. Genau. Das sind zwei Roller aus dieser Zeit. Ein Makal-Roller, der aber das gibt es heute nicht mehr, Roller von Rollermeisterschaften. Doch, Rollerrennen gibt es noch. Ehrlich? Ja. Aber also ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, so im Fernsehen hört man gar nichts. Das ist ein Derby, ein spanischer Roller. Wir waren auch Importeur für Derby in den 90er Jahren. Hier steht noch ein Guzzi-Gespann, Baujahr 1934. Einzylinder, 500 Kubik, wiegend. Das haben wir aus Italien bekommen, über Martin. Der Martin hat es besorgt.
Und das stammt von einem Ehepaar, das mit dem Gespann um die halbe Welt gefahren ist im Laufe seines Lebens. Und jedes Mal, wenn sie wieder zurück heimgefahren sind, haben sie das Gespann ins Wohnzimmer auf den Teppich gestellt. Die waren so verbunden mit diesem Motorradgespann. Ja, das sieht auch unheimlich gut aus. Und damit konnte man in den 30er Jahren ganze Familie mitnehmen. Ne? Hier der Vater, die Mutter, das Kind und das ist der sogenannte Schwiegermutter. Ich wollte gerade sagen. Ja. Das kann eine Schwiegermutter sitzen. Und wenn man der Schwiegermutter nicht so wohlgesonnen war, dann konnte man die Streben hier abmachen und konnte Gas geben. Tobi, du darfst mit ins DDR-Museum. Jawohl. Müssen wir da auch?